Und aus Wildbadkreuz zugeschaltet der CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer. Guten Abend. Guten Abend aus Wildbad Kreuth. Das war ein erstaunliches Bild heute in München bei der Pressekonferenz. Vier gestandene Männer waren da angetreten, ein Aufgebot, um die Angriffe einer Landrätin abzuwehren. Was ist denn eigentlich bei Ihnen los in Bayern? Wir haben in Bayern eine hervorragende Struktur, was die Wirtschaft, Arbeitsplätze, Staatsfinanzen, Bildung anbelangt. Wir haben eine ausgezeichnete Struktur innerhalb der Partei. Die meisten Frauen, junge Frauen, mittlere, ältere Frauen in unserer Partei wundern sich ehrlich gesagt über das, was da vorgeht, nämlich über die angreifende Seite wundern die sich. Aber ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, darum geht es hier in Wildbad Kreuth überhaupt nicht. Wir setzen uns hier in Wildbad Kreuth auseinander mit wichtigen Zukunftsfragen unseres Landes. Aber mit die Frage wäre um künftig. Die optimale Gesundheitsreform, um Unternehmenssteuerreform, wie sichern wir Arbeitsplätze? Ja, Herr Ramsauer, aber die Frage wäre dann bei der nächsten Wahlantritt ist schon auch, und so weiter. Aber die Frage, wer nächster Ministerpräsident in Bayern wird, ist wohl auch eine wichtige Zukunftsfrage. Und Sie haben heute gesagt, Sie würden sich hinter Herrn Edmund, Herrn Stoiber stellen, vor Ihnen und auch um ihn herum. Das klingt fast so, als müssten Sie ein weitwundes Reh beschützen. Warum braucht der Ministerpräsident so viel Schutz? Ich habe das verdeutlicht, weil was hier an Theater aufgeführt wird, wird dem, was in der Tat an Substanz vorhanden ist, überhaupt nicht gerecht. Das war heute Vormittag in München und jetzt hier in Wildbad Kreuth geht es um all diese Sachfragen. Die Menschen im Land, bei denen ich dauernd bin, draußen im Lande, in unzähligen Veranstaltungen, die sagen, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch mit Personalquerelen zu befassen. Und deswegen habe ich von Anfang an klargestellt, wir machen hier die Personality-Show, die von anderer Seite aufgezwungen werden soll, nicht mit, sondern wir tun das, was die Menschen im Land verlangen, nämlich dafür zu sorgen, dass ordentliche Politik gemacht wird. Wer zwingt Ihnen denn diese Personaldebatte auf? Ja, Sie unterhalten sich jetzt mit mir seit einigen Minuten nur darüber. Und ich möchte heute gerne auch darauf hinweisen, was wir tun, um ein ordentliches Gesundheitswesen auf die Beine zu stellen. Die Frage, nach welchen Kriterien senden wir Soldaten ins Ausland bei Bundeswehreinsätzen? Ja, Herr Ramsauer, wie können wir eine vernünftige Familienpolitik machen? Das sind die Fragen, die mir immer gestellt werden. Ja, aber seit Tagen redet man in der CSU. Das steht im Mittelpunkt auch unserer Beratungen. Ja, Herr Ramsauer, ich verstehe schon, dass Sie gerne möchten, dass wir jetzt über die Gesundheitsreform reden und vielleicht auch noch über Basistarife von privaten Krankenversicherungen. Und wir wollen über die Basis der CSU reden und über die Stimmung dort. Und 60% der bayerischen, das wird aber hier Moment, nicht bearbeitet. 60% der bayerischen uns Wähler seit sind 15 nur über andere Fragen. Nee, sie unterhalten sich gar nicht über andere Fragen. In der CSU geht es vor allen Dingen im Moment um solche Fragen. Und ja, 60% aber ich war der, lassen Sie uns über die bayerischen Wähler reden dabei. Und nicht über Medien und über Politiker. 60 ich dachte, Prozent Sie dieser Wähler. Wir reden über die Klausurtagung der CSU. Ja, wir reden über den ganzen Tag, die letzten Tage, über die Klausurtagen in Wildbad Kreuth. Und 60% der bayerischen Wähler sind der Ansicht, dass die Ära Stoiber doch jetzt allmählich mal zu Ende geht und dass es Zeit für einen Wechsel ist. Wollen Sie das einfach so abtun, das Thema, und damit auch diesen Wählern vor die Füße treten? Also erstens war diese Fragestellung überhaupt nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, sondern anders. Ich kenne Umfragen, solange ich politisch tätig bin. Ich weiß, wie wetterwendisch Umfragen heute in die eine Richtung und morgen in die andere Richtung sind. Deswegen schreckt mich das nicht. Deswegen ist es umso erforderlicher, dass wir eine klare Vision, eine klare Überschrift über unsere Politik setzen. Und das, genau das werden wir hier 3 Tage in Wildbad Kreuth tun. Und wenn das alles eigentlich gar kein Thema ist, warum braucht denn Herr Stoiber seit Weihnachten täglich so Solidaritätsbekundungen seiner Gefolgsleute? Weil ich genau weiß, was in meiner Partei los ist. Wir gehen in Bayern auf ganz wichtige Kommunalwahlen zu im nächsten Jahr und auch auf Landtagswahlen. Es geht den allermeisten, auch Funktionsträgern bei uns an der Basis, den Gemeinderäten, Stadträten, unseren Bürgermeister, Landräten, Kreisräten und so weiter, darum, dass sie in ordentlicher Weise ihre Politik darstellen können. Das liegt den Menschen wesentlich näher und ihrem politischen Umfeld hier in Bayern als irgendwelche Personalquerelen, die von irgendwoher ausgerufen werden. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne.